Hallo, ihr ganzen Acker. Na, erinnert ihr euch noch an unseren aller Lieblingslehrer Balti? Ja, heute hat auch Balti wieder viel zu tun, aber wir haben frei, weil wir gehen heute mit ihm mal Camping machen im Wald. Ja, also viel Spaß und gute Unterhaltung. Das Ziel ist es, innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich Feuerholz zu sammeln, damit das Feuer nicht ausgeht. Und ja, wenn das Feuer ausgeht, dann renn am besten los. Kontrolle, bla bla bla. Und das ist eine Demo-Version. So, die Schule kennen wir ja schon und heute können wir hier rausgehen. Na. Let's go camping! Ja, Baldi, hallo! Und wir steigen in seinen Bus. All right, all set. I'll go set up the bear traps. I want you to keep the fire going. Go out into the woods and collect firewood. Then bring it back to refuel the fire. Wow! Oh, more points you'll earn. All right, go for it. In einem schönen, kühlen, abgelegenen Wald. Ja, das ist schon was. Auch schon mal Camping machen. Feuer. Wow! Ah, Feuer machen. Wow! Wo ist Baldi jetzt eigentlich? Hat er sich schon verkrümelt? Oh, da ist eine Bärenfalle. Da kommt er nicht rein. Da ist noch Holz. Sag mal, wie viele Monde sind hier am Himmel? Das ist strange. Aber das ist eben die Baldi-Welt. Was sind das Monde da am Himmel? Schau ich jetzt mal rein. Drei Monde. Wow! Ah, okay, die Zeit läuft rückwärts. Da, wo jetzt mein Kopf ist, da läuft die Zeit rückwärts. Das sind 112, jetzt nur noch 111 Sekunden. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist und das Feuer ist nicht ausgegangen, dann jagt uns Baldi. I want that. Er hat uns das Holz weggenommen. Ey, du. Was ist das? So langsam wird's ungemütlich. Okay, noch 70 Sekunden. Das schaffen wir. Das brauche ich noch Holz. Aber dieser blaue Kartoffelkopf-Bulli hat uns das Holz geklaut. Warum eigentlich? Er hätte es doch selber ins Feuer werfen können. Wird er vom Baldi nicht gejagt? Es ist kein Holz mehr da! Ach, Menno. Die Zeit ist gleich um. Kann ich durchs Feuer durchgehen? Autsch, autsch! Verbrannt! Das Feuer ist aus. Oh je, nee. Oh je. Aber immerhin, 75 Sekunden waren noch übrig. Jetzt mache ich es mal so, jetzt werde ich die Kamera mal mich selbst hier einsetzen, damit ihr da oben dann die Zeit sehen könnt. Ja, jetzt machen wir das Ganze gerade mal. Jetzt schaffen wir es. So zu schaffen sein. So. Let's go camping! Ja, ich habe meine Wurstbrote schon gepackt. Alright, all set. I'll go set up the bear traps. I want you to keep the fire going. Go out to the woods and collect firewood. Then bring it back to refuel the fire. The bigger the fire is, the more points you'll earn. Wow! All right, go for it. Ach, ich bin mir ehrlich. Hat sich verkrümelt. Ist auf Toilette gegangen.
Wow! Wow! Finde kein Holz mehr. Haben wir schon. Wie viel Holz gibt es eigentlich? Muss man da dann ganz hinterrennen? Anscheinend, aber da muss man ja auch wieder zurückrennen. Da ist. Schnell. Puh. Noch 90 Sekunden. 96 Sekunden. Leute, wir schaffen. Nein! Bleibst weg. Wir schaffen es vielleicht, Noch 70 Sekunden. Wo ist noch Holz? Noch 66 Sekunden. Das Feuer geht gleich aus. Und wir finden kein Holz mehr. Ah. Oh oh. Ey! Du, geh da weg! Ich hab kein Holz. Du kannst mir nichts mitnehmen. Noch 40 Sekunden. Kartoffel, da kann man wohl. Nein! Uff. Uiuiuiui. Leute, das war ganz schön knapp. Ja? Wenn ihr das Spiel selbst mal spielen wollt, der Link ist in der Beschreibung. Und ja, lasst das Feuer ja nicht ausgehen. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal spiele oder dann die Vollversion spiele oder mehr Bolli-Spiele spielen soll, ja, sagt Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst das Feuer nicht ausgehen, wascht euch die Hände und bleibt neugierig. Tschüss. Ich schicke meine Soldaten. Gewonnen! Aber jetzt kann ich auch wieder. Nein, ich habe einfach viel mehr Raketen als ich. So, man kann Informationen attackieren. Ach, wenn ich das noch gleich gewusst hätte. Ja, da, nimm. Und jetzt, gewonnen! So macht Kriegsspielen Spaß. Ich bin der Beste. Naja, Krieg ist eigentlich doof. Geschafft. Ne? Aber gewinnen ist auch schon irgendwie toll.